diesem Clip wird das H5P-Tool Dialog Cards erklärt. Es eignet sich zum Beispiel, um neue Fachbegriffe kennenzulernen und auch um diese oder Vokabeln zu üben. Die Dialog Cards lassen sich auch als Wiederholungsaufgabe zu Beginn von Unterrichtsphasen einsetzen. Auf der Vorderseite der Dialogkarte wird ein Bild oder ein Wort gezeigt, eine Frage oder eine Aufgabe gestellt. Beim Klicken des Umdrehen-Buttons erscheint die Rückseite mit der Lösung oder der Antwort. Die Schülerinnen und Schüler können mit diesem Tool selbstständig üben. Es hat insofern keinen Testcharakter, da die Lernenden selbst beurteilen, ob ihre Antwort richtig war oder nicht. Nun zur Erstellung der Aufgaben. Als erstes benötigen Sie einen Plan und für die Rückseiten der Karten einen Ordner mit eigenen Bildern. Berücksichtigen Sie dabei die Regeln des Urheberrechts, welche Sie bei den Bildern aus dem Internet mit Rechtsklick finden. Wenn Sie diese Vorbereitungen getroffen haben, loggen Sie sich in der Mediathek des IQSH unter sh.edupool.de mit Ihren Formix-Daten ein. Unter Interaktionen erstellen gelangen Sie zu H5P. Auf der H5P-Ebene suchen Sie das Tool aus und klicken auf den Button Details und auf Benutzen. Als Beispiel wähle ich hier die Bezeichnungen der Winkel, eine typische Aufgabe aus der Bildungssprache. Sie beginnen mit der Vergabe des Titels. Unter Modus können Sie festlegen, ob die nicht gewussten Karten wiederholt werden. Die Karten erscheinen dann in zufälliger Reihenfolge. Die Aufgabenbeschreibung gibt bei Verwendung der Aufgabe oben auf dem Bildschirm an, was zu tun ist. Unter Vorderseite tragen Sie zum Beispiel die Frage ein. Was unter Rückseite eingetragen wird, erscheint nach dem Wenden der Karte. Mit dem Hinzufügen-Button wählen Sie die entsprechende Bilddatei aus. Sie haben unter Audiodateien auch die Möglichkeit, eine gesprochene Frage zu hinterlegen oder beispielsweise Dialogcards zu den Vogelstimmen zu erzeugen. Unter Tipps können zusätzliche Informationen für die Vorder- oder Rückseite der Karten gegeben werden. Sie erscheinen bei der Bearbeitung als kleines i für Information. Mit Dialog hinzufügen können Sie beliebig viele weitere Karten erzeugen und so zum Beispiel auch alle Lerninhalte bis zu einer Klassenarbeit oder Prüfung sammeln und eine digitale Lernkartei erstellen. Nach der abschließenden Aktualisierung gelangen Sie zurück in die Mediathek und können dort Ihre Aufgaben verwalten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.